Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Das Böse unter der Sonne. Wir sprechen jetzt mit dem Dienstmädchen. Das war mein Plan, ne? Ja. Mademoiselle? Mr. Poirot, haben Sie mich erschreckt? Ich bin das reinste Nervenbündel. Ist alles in Ordnung, Mademoiselle? Was haben Sie gestern in Ihrem Bad gemacht? So viel Dreck? Ich habe ewig gebraucht, bis ich das wieder sauber hatte. Das ist ein wenig schwer zu erklären. Ach, vergessen Sie's. Ich habe mich darum gekümmert. Ist schließlich meine Aufgabe. Wie steht es zwischen Ihnen und Monsieur Wiljanks? Mr. Poirot, die kleine Marshall hat mir gesagt, dass Sie und mein Will nichts miteinander haben. Alles ist in Ordnung. Da bin ich aber froh. Sie hat mir auch gesagt, dass Sie dabei geholfen haben, dieses Rätsel zu lösen. Wenn Sie bei diesem schrecklichen Mordfall Hilfe brauchen, lassen Sie es mich einfach wissen. Was wäre, wenn ich das jetzt nicht herausgefunden hätte? Aber eigentlich ging es doch gar nicht weiter, bis ich das nicht gehabt hätte, oder? Obwohl den Splitter, den Magnetsplitter, konnte ich ja auch im Nachhinein mir holen. Keine Ahnung. Verzeihung, Sir, aber ich kann jetzt... Okay, sie will nicht reden, okay. Warum wäre es schwer zu erklären? Dies ist das Zimmer von Mr. Blatt. Was er gemacht hat. Kann er doch einfach sagen, ja, wir haben einen Vogel vom Öl befreit. Wäre doch kein Ding gewesen. Faszinierend. Nanu, wo kommt denn dieser Fettfleck her? Meine Nase sagt mir, dass es sich um eine Art Öl handelt. Ein Test könnte es genauer bestimmen. Okay, haben wir das jetzt schon mit? Nein. Das ist sehr zufriedenstellend. Haben wir das jetzt? Ah, da, Ölprobe. Gut. Ah, sehr schön und so aufgeräumt. Das sind Verdunklungen. Das sind Verdunklungsvorrichtungen. Im Moment sind sie nicht zugezogen, ja. Warum sollte man die auch zuziehen, ha? Okay, uns ging es anscheinend nur um den Koffer. Dies ist Stephen Lanes Zimmer, wenn ich mich nicht irre. Vor allem, warum haben ein paar ein eigenes Bad? Und ein paar nicht, ne? Sie können mir ruhig... Hier waren wir doch auch schon drin, da fällt mir gerade ein. Ja, stimmt, die Bibel war ja aufgeschlagen, genau. Wir sind ja hier über den Balkon rein. Ganz vergessen. So, dann gehen wir mal hier rein. Verzeihen Sie die Störung, Captain Marshall. Mein Beileid. Ich werde Sie leider kurz belästigen müssen. Sprechen Sie. Poirot, ich habe gerade einen Schatten gesehen bei der Balkontür. Ich glaube, da draußen belauscht uns jemand. Ah, na ja. Dann wird man uns eben belauschen, fürchte ich. Mrs. Marshall war Ihre zweite Frau? Ja. Waren Sie schon lang verheiratet? Etwas über 2 Jahre. Führten Sie eine glückliche Ehe? Aber gewiss. Haben Sie eine Ahnung, wer Ihre Frau getötet haben könnte? Nicht die geringste. Hatte sie Feinde? Schon möglich. Sieh mal an. Ach? Verstehen Sie mich nicht falsch. Alina war Schauspielerin und sie war eine gut aussehende Frau. Das führte schon mal zu Eifersüchteleien, Neid, Hass, Bosheit. Bei Männern ebenso wie bei Frauen? Meist bei Frauen. Gab es jemanden hier im Hotel, den Mrs. Marshall vorher schon kannte? Ich glaube, Mr. Redfern war sie schon einmal begegnet auf irgendeiner Cocktailparty. Womit haben Sie heute früh Ihre Zeit verbracht? Ich ging um 8:50 zum Frühstück nach unten. Danach begab ich mich zum Badestrand, wo ich Sie traf. Ich ging kurz ins Wasser. Warten Sie, um etwa 11:20 kehrte ich hierher zurück, um einige Briefe zu schreiben. Ich schrieb bis 11:50. Dann zog ich mich fürs Tennis um, denn ich war um 12 zum Spielen verabredet. Wer spielte sonst noch Tennis? Mrs. Redfern, Miss Darnley und Mr. Gardiner. Ich ging um 12 hinunter. Miss Darnley war schon da. Mr. Gardiner und Mrs. Redfern kamen ein wenig später. Wir spielten etwa 1 Stunde. Als wir ins Hotel zurückkehrten, erhielt ich die Nachricht. Wann haben Sie Ihre Frau das letzte Mal gesehen? Um 9. Sie war in ihrem Zimmer und öffnete ihre Post. Welcher Stimmung war sie? Anders als sonst?
Nein, sie war wie immer. Hat sie etwas über den Inhalt ihrer Post gesagt? Nein. Sie hat nichts, verzeihen Sie meine Neugier, gegen die Freundschaft Ihrer Frau mit Monsieur Redfern. Sie bestreiten ja wohl nicht, dass Monsieur Redfern Ihre Frau bewunderte. Sie hatten nichts, verzeihen Sie meine Neugier, gegen die Freundschaft Ihrer Frau mit Monsieur Redfern? Es war nicht meine Art, das Verhalten meiner Frau zu kritisieren. Keinerlei Protest oder Einwände Ihrerseits? Gewiss nicht. Alles Lüge. Wir haben Sie zanken hören. Ja. Sie bestreiten ja wohl nicht, dass Monsieur Redfern Ihre Frau bewunderte. Vermutlich tat er das. Die meisten Männer bewunderten sie. Sie war eine sehr schöne Frau. Aber Sie waren überzeugt, dass nichts weiter an der Sache sei? Ich habe nie darüber nachgedacht. Alles Blödsinn. Hat Ihre Frau ein Testament hinterlassen? Wissen Sie, ich bin mir nicht sicher. Wer waren Ihre Anwälte? Barkett und Applegood, Bedford Square. Die Kanzlei hat sich um all ihre geschäftlichen Angelegenheiten gekümmert. War sie vermögend? Ja, ich sagte Ihnen ja schon, sie war eine erfolgreiche Schauspielerin. Ich würde meinen, ihr Vermögen belief sich auf etwa 50.000 Pfund. Dann würden Sie Ihre Gattin also eine reiche Frau nennen? Kann man wohl sagen. Ja, ich denke, das war sie wohl. Hören Sie, Poirot, kommen Sie nicht ein gutes Stück vom Kern der Sache ab? Hier geht es doch nicht darum, was ich glaube oder nicht. Hier geht es um einen klaren Fall von Mord. Sie sehen das falsch, Captain Marshall. Einen klaren Fall von Mord gibt es nicht. In 9 von 10 Fällen hängt ein Mord mit dem Charakter und den Lebensumständen des Opfers zusammen. Eben weil die Person so war, wie sie war, wurde sie ermordet. Solange wir nicht genau wissen, was für ein Mensch Arlena Marshall war, erhalten wir auch kein klares Bild des Menschen, der sie ermordet hat. Gab es sonst noch etwas? Im Augenblick nicht, vielen Dank. Stöbern Sie nach Herzenslust herum, wenn Sie wollen. Ich brauche frische Luft. Okay. Ich wüsste zu gern, wer uns da geblauscht hat. Das wüsste ich sehr gerne. Dies ist gewiss von... Gewiss von Bedeutung? Soll nochmal das Papier reingelegt werden? Das ist wohl... Nee. Anscheinend nicht. Irgendetwas anderes sollte aber passieren. Aber was? Ich wüsste gerade nicht was. So, gucken, gehen wir mal raus und gucken. Hier ist niemand. Okay. Niemand zu sehen gerade. Wer weiß, wer uns da belauscht hat. Dieses Zimmer gehört der schönen Arlena Stewart, Marshall. So, hier haben wir nichts. Gehen wir mal ins Badezimmer. Sagen Sie mal, alter Freund, suchen wir hier eigentlich nach etwas Bestimmtem? Das tun wir in der Tat, Hastings. Wir suchen das, was sich hier nicht findet. Das ist mir jetzt eine große Hilfe. Man irgendwas mitnehmen. Arlena Marshalls allerbestes und... Ja, dasselbe, wie man in der Höhle gefunden hat. Da ist noch... ein Puder? Sieht aus wie ganz normales Badesalz. So. Machen Sie doch mal den Deckel auf, Poirot. Das geht nicht, Hastings. Der ist ganz fest zugeschraubt. Und eine Bürste. Was hat er denn Probleme mit dem Deckel? In der Deckel? Bürste haben sich rote Haare verfangen. Eindeutig dieser Farbton. Okay. Den Mülleimer kann ich nicht angucken. Das ist doof. Ich hätte gerne den Mülleimer angeguckt. So, hier ist nichts weiter. Dann gehen wir mal auf die andere Seite. Oh, da ist ein Brief. Das hier sieht wichtig. Und da oben. Und zu den Schubladen sagt er wahrscheinlich wieder... Glauben Sie mir... ...dass da nichts von Interesse war. Gut, dann gucken wir mal. Achso, da ist die Bürste. Fest verschlossen. Haben wir jetzt ein Haar? Gut, Haarprobe. Sonst haben wir hier, glaube ich, nichts weiter. Können wir den Mantel uns... Na, okay. Upsa.
Gut, dann haben wir die Räumlichkeiten erledigt. Dann gehen wir zum Linda Marshalls Zimmer. Da, den Sonnenhut, den wollte ich die ganze Zeit schon mitnehmen. Diese Anstecknadel sieht richtig unfreundlich aus. Elegante Anstecknadel. Kann man auch für was anderes nehmen. Voodoo und so, ne? Ich würde ja zu gern sehen, was Miss Marshall alles da drin aufhebt. Dann müssen wir die Kombination der Kiste finden. Ach du Scheiße. Irgendwas mit Sternzeichen. Wie viel ist klar, aber da ist nichts drauf, ne? Nee. So, gehen wir mal auf die andere Seite. Die hat einen Kamin hier. Noch mehr grüner Stoff. Der Asche nachzuurteilen, ist hier so einiges verbrannt worden. Da ist auch noch irgendwas. Da oben ist eine Uhr. Lindas Uhr. Sie zeigt dieselbe Zeit an wie ihre, Poirot. Das heißt, die Uhr geht auf die Sekunde genau. Okay. Und sonst ist hier nichts weiter. Scheinbar. So, da haben wir die Uhr. Eine halbverbrannte Haarsträhne. Ah, da kann man testen, ob es dieselbe ist, ne? Upsa. Und irgendwas halb verbranntes. Interessant, interessant. Klingt für mich immer noch nach Voodoo. Weil man ja Haarsträhnen und so von denjenigen braucht. Darf ich Ihnen einige Fragen stellen, Mademoiselle? Aber ja, ich werde tun, was ich kann, um zu helfen. Mit wem haben wir eigentlich noch nicht geredet? Würden Sie mir bitte sagen, was Sie heute Vormittag unternommen haben? Um kurz nach 9 habe ich gefrühstückt. Sagen wir mal 10 nach. Dann habe ich mein Buch geholt, in der Hotelhalle kurz mit Ihnen gesprochen und bin dann nach The Ledges gegangen, um zu lesen. Das muss etwa um 10:55 gewesen sein. Etwa 10:50 war ich wieder im Hotel, holte meinen Tennisschläger und spielte bis etwa 1 Uhr. Sie waren also von etwa 10:30 bis 11:40 bei The Ledges und hielten sich die ganze Zeit dort auf? Nicht ganz. Etwa um 11 ging ich zurück auf mein Zimmer, um meinen Sonnenhut zu holen. Ich sah Kenneth Marshall in seinem Zimmer an der Schreibmaschine sitzen und tippen. Tatsächlich? Vom Flur aus vielleicht? Oder vom Balkon? Vom Flur aus. Seine Tür stand ein Spalt breit offen. Na, irgendwas wird auch verborgen, hm? Haben Sie Madame Marshall heute Morgen gesehen? Nein. Sie haben sie nicht gesehen, als sie zur Cutter's Cove unterwegs war? Nein. Sie muss wohl früher vorbeigekommen sein. Haben Sie irgendjemanden bemerkt, der per Floß oder Boot unterwegs war? Von The Ledges aus? Möglicherweise Mr. Blatt. Zumindest glaube ich, es war sein Boot. Allerdings hatte es ein weißes Segel. Monsieur Redfern und Mademoiselle Brewster haben Sie nicht vorbeirudern sehen? Nein, ich glaube nicht. Wissen Sie, ich habe gelesen. Dabei habe ich nur gelegentlich aufgeschaut. Kam irgendjemand auf dem Pfad vorbei? Ich war auf dem unteren Teil von The Ledges. Ich bezweifle, dass ich jemanden bemerkt hätte. Es sei denn, er hätte sich durch Rufen bemerkbar gemacht. Sie waren mit Captain Marshall bekannt, nicht wahr? Er ist ein alter Freund meiner Familie. Wir waren einmal Nachbarn als Kinder. Aber es ist schon eine ganze Weile her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. Es müssen fast 12 Jahre sein. Kamen die Marshalls gut miteinander aus? Sie verstanden sich blendend, würde ich sagen. Lüge. Monsieur Marshall war seiner Frau wohl treu ergeben. Ken, Mr. Marshall, ist ein eher konservativer Mensch. Er pflegt seine Liebesschwüre nicht vom Dach zu posaunen, wie so viele Männer heutzutage. Was ich immer noch am besten finde, ist Hastings Verhalten. Als wir mit dem Mr. Marshall geredet haben, wie er immer sagt, und Lüge, und das stimmt nicht. Und wir haben euch streiten hören und solche Sachen. Ich finde das so gut. Mochten Sie Madame Marshall? Nein. Und warum nicht? Sie fand Frauen sterbenslangweilig und zeigte das auch. Männer hingegen waren ein ganz anderes Kapitel. Glauben Sie, Ihr Mann ahnte etwas von Ihren Interessen auf diesem Gebiet? Ehrlich gesagt, ich denke, er nahm seine Frau so, wie sie war. Er machte sich keine Illusion. Aber ich kann mich auch irren. Wissen Sie, ob irgendjemand Madame Marshall gehasst hat? Höchstens Ehefrauen.
Und da sie erdrosselt wurde, gehe ich doch stark davon aus, dass es ein Mann war, der sie umgebracht hat. Mademoiselle, darf ich Sie um einen Gefallen bitten? Sie haben meine Schreibmaschine gefunden, Monsieur Poirot. Ich stehe in Ihrer Schuld. Was soll ich Sie fragen, Hastings? Ja, das frage ich mich gerade auch. Was berechnen Sie gewöhnlich für ein Kleid für eine junge Dame? Würden Sie vielleicht einige Stoffstücke ansehen? Können Sie gut schwimmen? Da, würden Sie vielleicht einige Stoffstückchen ansehen? Würden Sie sich vielleicht einige Stoffstückchen ansehen? Aber sehr gern. Stoff ist etwas, wovon ich eine ganze Menge verstehe. Merci. Das war perfekt. Allmählich funktionieren Sie ganz prächtig, Ihre kleinen grauen Zellen. Naja, es schien die naheliegendste Bitte zu sein. Dieses abgeschnittene Stück ist feine Seide. Von einem Damenhut würde ich sagen. Das zerrissene Stück ist Kunstseide, schlampig gefärbt. Und dieses angesenkte Stück gehört zum selben Stoff wie das zerrissene. Herzlichen Dank, Mademoiselle. Ich danke Ihnen für Ihre Mithilfe. Also, das angesenkte ist derselbe Stoff wie das abgerissene. Schlampig gefärbt, Kunstseide. Und der abgeschnittene Stück Stoff, der ja direkt vom Hut stammt, der ist ja richtig, richtige Seide. Das heißt also, dass dieses abgerissene Dings nicht mit dem zusammenhängt. Dass es vielleicht nur hintrapiert worden ist, um den Anschein zu erwecken, dass sie da war. Vielleicht. Wer weiß, wer weiß. So, Zimmer der Red Ferns. Da, jetzt können wir den Koffer angucken. Ein wirklich rührendes Foto. Ja, schon. Ich will ihn... Okay, sonst ist da nichts. Schubladen nichts. Da nichts. Mrs. Redferns Zeichenutensilien. Die Zeichenutensilien, genau. Aber hier ist sonst nichts weiter drin. Und auch nichts, was wir rausnehmen können. Ist ja doof. Ach, sie sitzt sogar draußen. Sie hatten recht, Mr. Poirot, nicht wahr? Madame? Sie haben mich um Geduld gebeten, und jetzt ist Alina aus dem Weg. Die Art, wie sie aus dem Weg geräumt wurde, ist nicht gerade Anlass zu feiern. Ach, ich feiere ja gar nicht. So abgebrüht bin ich nicht. Aber ich weiß, dass sich irgendwann diese Tür öffnen und mein Mann dort stehen wird. Könnten Sie mir sagen, was Sie heute Morgen gemacht haben? Natürlich, mal überlegen. Auf dem Weg zum Frühstück habe ich bei Linda Marshall vorbeigeschaut und mich mit ihr an der Sanctuary Cove verabredet. Das war etwa um 9:30. Nach dem Frühstück habe ich sie in der Lobby gesehen. Diesen Mann habe ich für sie etwa gegen 9:40 gezeichnet. Nochmals vielen Dank. Dann haben sich Linda und ich zur Sanctuary Cove aufgemacht. Um wie viel Uhr war das? Ich glaube, genau um 10:30. Was haben Sie an der Sanctuary Cove gemacht? Ich habe Skizzen einiger der Vögel angefertigt, während Linda geschwommen ist und sich gesonnt hat. Haben Sie sie laufen gesehen, Mr. Poirot? Da dachte ich gleich an... Ha! Halten wir uns nicht mit den Vögeln auf, Madame, wenn Sie gestatten. Wie Sie meinen. Wann sind Sie wieder gegangen? 11:45. Ich hatte um 12 eine Verabredung zum Tennis mit Miss Darnley, Mr. Marshall und Mr. Gardner. Woher wussten Sie, wie spät es ist? Linda hatte eine Uhr. Ich habe sie gefragt. Verstehe. Und dann? Ich habe meine Zeichensachen eingepackt und bin zurück zum Hotel gegangen. Was hat Mademoiselle Linda gemacht, als Sie den Strand verlassen haben? Ach, Linda ist wieder ins Meer gegangen. War Linda Marshall schon im Meer, bevor Sie den Strand verlassen haben? Ja. Oh ja, sie ist den Strand runtergelaufen. Ich habe sie in den Wellenplanschen gehört, als ich den Weg hinaufgegangen bin. Was geschah, als Sie wieder zurück im Hotel waren? Ich habe mir meine Tennissachen angezogen und bin zum Tennisplatz gegangen, wo ich dann auf die anderen stieß. Wir haben 2 Sätze gespielt und gingen gerade hinein, als wir die Nachricht bekamen, dass... über Mrs. Marshall. Wie war Ihnen zumute, als Sie das von Madame Marshall erfuhren? Das war eine schreckliche Sache. Ja, ja, aber waren Sie sehr verwundert? Ich glaube, ich weiß, was Sie meinen. Nein, ich war vielleicht nicht gerade überrascht. Schockiert, das schon. Aber sie war die Art von Frau... Sie war die Art von Frau, der so etwas zustoßen kann. Ja, Madame, das ist das Wahrhaftigste und Bedeutsamste, was Poirot heute zu Ohren bekommen hat. Stimmt aber auch.
fest von... Ernsthaft? Ich habe einen Generalschlüssel und komme jetzt nicht in dieses blöde Zimmer rein. Sachen gibt's. So, und dann noch den General. Ich glaube, eigentlich, dieses Zimmer... Ja, wie oft willst du das dann noch sagen? Eigentlich ist die Zeit auch vorbei. Aber ich glaube, wir haben auch Ich denke, weiter. Wir haben... Es liegt... Ich denke mir, wir werden hier auch nichts finden in seinem Zimmer. Was war denn das gerade? Die Wettscheine? Das war irgendwie gerade seltsam. Ich glaube, da wurde getriggert, das mit dem Bild. Ich glaube, da ist so ein... Wir haben ja eigentlich schon durchs Fernrohr geguckt, ne? Dies ist ein... Dies ist ein... Dies ist ein Fernglas... Dies ist... Nein, gut. Gut, gut, gut. Okay. Ja, dann haben wir das Hotel soweit durch. Werde einen Schnitt setzen und dann mal überlegen, wen wir noch nicht befragt haben und wohin wir dann als nächstes gehen. Wo wir auf jeden Fall hingehen werden, ist zu dem Postamtgedöns, weil wir noch einige Substanzen zum Vergleichen haben. Ich frage mich gerade, ob wir noch mit jemandem nicht geredet haben. Ja, wird sich zeigen. Bis dann, tschüss, eure Teil.